Hallo und herzlich willkommen erneut aus meinem, naja, chaotischen Arbeitszimmer. Bald ist es vorbei. Im heutigen Video möchte ich mit euch einmal auf meine Story eingehen, wie es zu meinem Notsprung kam. Im letzten Q&A hatte ich das angesprochen, dass ich in meiner finalen Referendariatsprüfung damals einen Notsprung in einem der Fächer hatte. Ja, genau. Und wie es dazu gekommen ist, was meine ganz subjektiven Gedanken dazu waren und sind, das besprechen wir heute. Kleiner Disclaimer vorweg, das sind meine ganz eigenen subjektiven Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Natürlich ist das immer nur eine Sicht der Dinge, das muss ich vorweg sagen. Dementsprechend kann ich nur, ja, meine Sicht mit euch teilen. Zu Beginn vorweg, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Referendariat, es war stressig. Klar gab es auch Dinge, wo man sich vielleicht mal, ja, geärgert hat oder wo man das halt einfach anders gesehen hat. Aber grundsätzlich war es eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Aber es gab diese eine Situation für mich, natürlich am Tag der Prüfung, die mich nachhaltig wirklich sehr, sehr stark geprägt hat, beziehungsweise ich glaube, das werde ich echt nicht vergessen. Das, was ich davon zumindest noch im Kopf habe, denn vieles lief einfach irgendwann wie so ein Film ab. Genau, starten wir einmal. Also, es geht um meine Deutschprüfung, also im Fach Deutsch, die ich abgelegt habe. Sie war natürlich vorbereitet und durchdacht und keine Ahnung, wie oft durchgespielt, wie man das halt so macht. Und ich will nicht sagen, dass es nicht an meiner Deutschstunde, jetzt so rückblickend betrachtet, ein paar Jahre später, nicht durchaus auch Kritikpunkte gab, die ich jetzt auch sehe, die ich damals bestimmt, hätte ich den Kopf gehabt, auch noch gesehen, auch gesehen habe. Also ich würde sagen, wir starten mal von Anfang an. Also meine letzte Abschlussprüfungsstunde bei uns in Niedersachsen sah es damals, und ich denke, das ist immer noch so aus, dass man an einem, also dass man einen Prüfungstag hat. Das heißt, man hat an einem Tag alle Prüfungen. Sprich, man fängt mit einer Stunde an, zeigt die, danach kommt eine Reflexionsphase, dann die Besprechung der Stunde. Wenn man möchte, bekommt man danach die Note mitgeteilt und dann hat man meistens eine kurze Pause, vielleicht so von einer Schulstunde, manchmal auch mehr, je nachdem, wann die Prüfungen liegen. Dann hat man die zweite Unterrichtsstunde, die man zeigen muss. Auch da wieder Reflexion, Besprechung der Stunde, eventuell Note. Dann hat man eine etwas längere Pause und dann hat man die mündliche Prüfung, meistens im Nachmittag. Und so ein Prüfungstag ist extrem. Also ich habe das ja nie vorher mitgemacht. Man kann als Referendar oder als Referendarin, die man noch nicht so weit ist, kann man sozusagen als Zuschauerin an solchen Prüfungen teilnehmen. Das müssen die Referendare aber wollen, meine ich, so war das. Und ich hatte damals, also bis zu drei konnten zugucken und ich dachte mir, ja komm, ist ja irgendwie auch so eine seelische Unterstützung. Und dementsprechend hatte ich auch drei Referendare mit als Zuschauer in meiner Prüfung, die sozusagen mich den ganzen Prüfungstag begleitet haben. Am Abend vorher, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut, war ich super nervös, also wirklich echt aufgeregt. Ich hatte auch gar nicht mehr so viel Zeit gehabt, die Tage davor für die mündliche Prüfung zu lernen. Das war also alles so ein bisschen auf die Schnelle. Und dann, ja, war quasi der Abend da, der Abend vor der eigentlichen Prüfung. Und ich war einfach echt nervös. Also wirklich so nervös war ich, glaube ich, noch nie. Ich konnte auch nicht wirklich mich auf irgendwas noch so richtig fokussieren. Und dann bekam ich einen Anruf von meiner Mitreferendarin, die in meiner Schule war, aber noch nicht so weit war wie ich. Und die erzählte mir dann, dass der ältere Bruder meines Schülers tot aufgefunden wurde. Die Tage davor wurde er vermisst und dann hatten sie ihn letztendlich gefunden und es war so ein Suizid. Ja, und das machte
eine ganze Menge mit mir in dem Moment. Ich habe die Deutschstunde in meiner 8. Klasse gemacht und das war mein eigenverantwortlicher Unterricht. Das heißt, ich hatte keine Lehrkraft damit bei, die noch mal irgendwie hätte unterstützen können in dem Sinne. Und ich hatte zu der Klasse ein super gutes Verhältnis. Ich habe immer noch ab und zu mal Kontakt zu denen tatsächlich. Ja, und es war halt krass. Also da laufen dann in deinem Kopf ganz verrückte Dinge ab, weil man sich halt denkt, okay, du bist gerade irgendwie in so einem Tunnel und willst halt deine Prüfung gut machen und dann kommt so eine Nachricht so dazwischen. Und ich wusste, okay, das ist der ältere Bruder meines Schülers gewesen, der in meinem Unterricht sitzt, in dem ich morgen Prüfung habe. Vermutlich wird der nicht kommen. So weit habe ich erstmal gedacht. Und dann dachte ich daran, ja, ich habe keine Ahnung, was das für Auswirkungen insgesamt haben wird. Und auf mich hat es schon gewirkt, weil ich den Schüler natürlich auch kannte. Und ich habe dann einfach in so einer Aktion, wenn man halt irgendwie so nervös ist und so in so einem Tunnel ist, habe ich dann einfach dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, also dem pädagogischen Leiter, eine E-Mail geschrieben und habe da halt reingeschrieben, es war irgendwie echt spät schon, und in der Hoffnung, dass er es noch liest, halt, dass ich ihm das halt so mitgeteilt habe, erstmal als Information, und ich halt nicht weiß, wie die Klasse reagiert und dass er das bitte einfach im Hinterkopf behalten soll, ja. Und dann bin ich halt irgendwie schlafen gegangen. Irgendwie trifft es ganz gut, ich konnte eigentlich kaum schlafen. Also das war, ja, das war dann noch obendrauf. Zur Nervosität kam das dann noch, was dann irgendwie so ein bisschen verdrängt wurde durch diese Nervosität, leider so ein bisschen, aber ich glaube, was anderes ist da auch kaum möglich irgendwie in dem Moment. Du bist halt in so einem Tunnel dann schon drin. Und am nächsten Morgen bin ich sehr früh losgefahren, wurde auch gebracht. Also ich musste nicht selbst fahren, weil ich ja von meinem Wohnort bis zu meiner Schule eine Stunde Fahrt vor mir hatte, immer jeden Tag. Und dementsprechend wurde ich zum Glück gefahren. Und auf dem Weg dahin dachte ich, okay, irgendwie war ich nervös, dann waren es wieder so Zeiten, wo ich dachte, ach nee, jetzt geht's gerade mal wieder. Und ich war sehr früh in der Schule, so um 7, glaube ich. Und meine erste Stunde hatte ich in der 2. Stunde und das war im Geschichts-LK. Also die haben davon nicht so wirklich was mitbekommen, beziehungsweise schon mitbekommen, aber die hat das nicht so krass tangiert, sagen wir es so. Aber als ich da halt schon ankam, waren die Kollegen absolut in Trauerstimmung. Das war wie so ein schwarzes Tuch, was sich auf den ganzen Tag gelegt hat. Ja, und das macht natürlich was mit einem, wenn man selbst nervös ist, wenn man selbst den Schüler kannte, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man insgesamt reagieren muss, gerade wenn die Kollegen in Trauer sind, wenn die ganze Schule quasi gerade trauert. Und man muss dann an dem Tag seine Prüfung machen. Also das waren nicht wirklich beste Voraussetzungen. Und ja, die Prüfung im Geschichts-LK lief. Da hat man nichts gemerkt von der insgesamten Situation an der Schule. Die Schüler haben super mitgemacht. Das war echt eine richtig gute Stunde. Ich war da auch auf meiner Höhe noch. Ich habe da noch richtig Fokus gehabt. Und auch die Reflexion lief ganz gut und danach hatte ich eine Pause von, ich glaube, 40 Minuten oder so waren das, meine ich. Und meine Prüfungsstunde in Deutsch hatte ich in der 5. Stunde und ich hatte das mit meiner Kollegin abgesprochen, dass sie die Klasse vorher hat, dass sie die schon einmal ein bisschen früher rauslässt, weil wir einen Raumwechsel hatten, dass die also pünktlich da sind, dass sie ihre Sachen da abstellen können. Und das hat auch soweit alles geklappt und sie kam am Anfang der Pause dann auf mich zu und meinte, sorry, es tut mir leid, aber in der Klasse ist heute kein Unterricht möglich. Die sind absolut traumatisiert und ich habe gerade in der 3., 4. Stunde quasi Trauerarbeit geleistet. Bombe. Richtig, richtig gut. Und da passiert eine ganze Menge mit einem. Irgendwie ich war sehr stark in diesem Zwiespalt. Ich möchte das denen gerade nicht antun, meinen Schülern, aber gleichzeitig muss ich meine Prüfung machen. Und der Druck
von außen, der dann da kam, war extrem, weil ich ja keine andere Wahl hatte. Ich musste ja diese Prüfung machen und es wurde nichts abgebrochen. Ja, und dementsprechend habe ich halt versucht, irgendwie irgendwas da noch draus zu ziehen und irgendwie zu gucken, wie ich das jetzt mit meiner Klasse, also wie wir gemeinsam das jetzt irgendwie hinbekommen können. Und kurz vor Ende der Pause kommt eine allgemeine Lautsprecherdurchsage von der Schulleitung mit einer Trauerandacht. Bestimmt richtig, aber zum falschen Zeitpunkt. Das war direkt ein paar Minuten vor meiner Prüfung, also vor der Stunde. Und ein Referendar, der mich da auch mit begleitet hat, der stand in dem Moment neben mir und meinte, ich weiß gar nicht, wie du hier noch auf den Beinen stehen kannst. Das ist ja gerade total krass. Und ich so, ja, ich weiß es selbst gerade nicht. Aber man funktioniert einfach. Irgendwann habe ich tatsächlich fast phasenweise auf Autopilot geschaltet und das kannte ich von mir so gar nicht. Also ich war wirklich vollkommen fertig mit der Welt eigentlich da schon. Und ich dachte mir, okay, das kann ich jetzt eigentlich kann ich es nicht bringen. Ich kann jetzt nicht in meine Klasse gehen, zu der ich so ein gutes Verhältnis habe und sage, so, bam, wir ballern das jetzt durch. Wie soll das funktionieren? 8 Klässler, 14 Jahre, die gerade so eine Nachricht bekommen haben. Wie soll das funktionieren? Und in meinem Tunnel habe ich dann eine Sache gemacht, die mir später zum Verhängnis wurde. Ich bin in den Klassenraum gegangen, nicht mit der Prüfungskommission zusammen, sondern bin vorher schon hingegangen. Alle meine Schüler waren da. Sie waren überhaupt nicht dieselben, natürlich nicht. Und ich habe die Tür hinter mir zugemacht und brauchte den Moment mit meiner Klasse. Und wie ihr später hören werdet, das war ein großes Problem für die Prüfungskommission und dann auch für mich später, also für meine Note. Aber in dem Moment habe ich nicht dran gedacht. Ich wollte halt einfach mit meinen Kindern da jetzt erstmal sein und mit ihnen reden und gucken, wie wir das irgendwie jetzt hinbekommen und ihnen Mut zusprechen und ja, einfach gucken, dass wir das irgendwie gemeinsam hinbekommen. Und dann war halt irgendwann die Stunde da und vielleicht war es nicht die beste Deutschstunde, die ich jemals geplant habe, würde ich mal so unterschreiben, aber es lief halt alles schief und ich kann es Ihnen nicht verübeln. Ich habe die Stunde halt so angelegt gehabt, dass eine hohe Schüleraktivität da ist. Haha, wie soll das funktionieren? Also, ich habe so angelegt, dass wir am Ende ein Tafelbild gemeinsam erstellen, dass die Ergebnisse, die Sie auf so große laminierte Magnetschilder schreiben, dass wir dann sozusagen gemeinsam so ein Tafelbild erstellen, was man dann am Ende noch verschieben kann, anpassen kann, etc. Aber das setzte halt voraus, dass sie in der Lage sind, in der Erarbeitungsphase den geforderten Text, den bearbeiteten Text zu analysieren, auch auf sprachliche Mittel hin zu untersuchen und letztendlich dann ihre Ergebnisse grüppchenweise zu präsentieren. Tja, die Analyse bzw. die Erarbeitungsphase lief schon nicht. Ich habe da Schüler sitzen gehabt, die extrem traumatisiert waren, die quasi ins Leere starten. Ich bin dann wirklich irgendwann, ich habe da nur noch reingegeben und bin zu meinen Schülern hin in dieser Stunde und habe versucht, irgendwie mit ihnen zu reden, habe ihnen angeboten, rauszugehen. Ich musste tatsächlich Kotztüten verteilen und teilweise sind die halt dann auch einfach immer mal ein, zwei Schüler rausgegangen und ich werde es nie vergessen. Als ich ganz nach hinten bin, da in der Nähe, wo die Prüfungskommission saß, saß eine Schülerin, die war vollkommen fertig mit der Welt. Und mit der habe ich dann halt, während die anderen versucht haben, irgendwie zu arbeiten, die wollten ja auch, ich habe gemerkt, die wollten mir zuarbeiten, aber sie konnten es halt nicht, habe ich dann mit ihr gesprochen, habe mich neben sie gehockt und habe sie auch in den Arm genommen. Und der pädagogische Leiter, der Vorsitzende der Prüfungskommission,
guckte mich ohne Witz fassungslos an. Und nicht im Sinne von, was macht sie da gerade Tolles, sondern, hä, warum macht sie das jetzt hier? Das ist aber nicht Teil des Plans. Und das hat mich so sauer gemacht in dem Moment. Aber gleichzeitig, was willst du machen? Irgendwie war ich der Prüfungskommission ja auch ausgeliefert. Und das werde ich nicht vergessen. Ich war wirklich innerlich extrem sauer, dass das überhaupt durchgezogen wurde. Dass dann nicht gesagt wurde, nee, wir brechen das jetzt ab. Und als Referendarin, also ich hatte damals nicht die Eier zu sagen, geben Sie mir bitte eine 5, ich mache die Prüfung nicht. Nee, also daran denkt man, glaube ich, auch nicht in dem Moment. Ich habe eh schon so viele Sachen gemacht, die mich dann letztendlich reingeritten haben. Was ich auch Frechheit finde, muss ich sagen. Naja, und dann letztendlich lief dann auch die Präsentation, der Ergebnisvergleich und all sowas lief alles überhaupt nicht. Am Ende, die halt wirklich richtig gut waren, die dann präsentieren sollten, das hatte ich auch alles anders geplant, aber ich habe dann in meiner Verzweiflung, dachte ich, okay, dann nehme ich jetzt halt die Guten, die es auf jeden Fall gut machen. Die haben es halt versucht, aber die waren halt ganz woanders mit ihren Köpfen. Natürlich waren sie das. Und irgendwann habe ich dann einfach das Ruder an mich gerissen und habe gesagt, so, ich mache das jetzt selbst und habe halt einfach nur noch von vorne irgendwie versucht, eine Ergebnissicherung zu machen, die nicht von den Schülern kam. Weil, also die paar Ergebnisse, die ich hatte, die waren zwar ganz okay, aber das lief halt einfach nicht. Und ja, ich fühlte mich schlecht am Ende der Stunde, weil ich meine Schüler da durchjagen musste. Meine Schüler waren völlig fertig, einerseits aufgrund des Ereignisses und auf der anderen Seite auch, weil wir ein gutes Team waren und sie wussten, dass sie wollten mir halt zuarbeiten und konnten es halt nicht. Und das hast du gemerkt und auch im Nachhinein, als wir darüber gesprochen haben, die waren da auch echt traurig drüber, aber was soll man machen? Also ich war denen da überhaupt nicht böse, auf gar keinen Fall. Ich war eher böse, dass die Prüfung durchgezogen wurde. Naja, und ja, ich sollte dann ja, so wie es halt das Protokoll vorschreibt, am Ende reflektieren. Dann wurde ich wieder in den extra Raum geschickt, wo ich auch schon meine Geschichtsstunde reflektiert habe. Und ich saß einfach nur da. Ich konnte nichts mehr. Also ich war wirklich so fertig mit der Welt, wie ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben fertig war. Also wirklich, das hat alles getoppt an psychischer Belastung, was ich jemals mitgemacht habe. Und ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir jetzt reflektieren durften. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, 20, 30 Minuten? Ich weiß es nicht mehr. Ab da weiß ich auch kaum noch was. Ich weiß nicht, was ich in dem Raum gemacht habe. Ich weiß nur, dass es mir, je länger ich da drin saß, von Minute zu Minute schlechter ging, auch körperlich und gesundheitlich schlechter. Es hat rapide abgenommen und dass ich mir nichts aufgeschrieben habe. Naja, und dann dachte ich, okay, du weißt auch gerade gar nicht, wo du anfangen sollst und was du davon halten sollst und was will ich da reflektieren? Was für eine Stunde will ich denn da reflektieren? Und dann wurde ich halt irgendwann geholt und sollte in den Besprechungsraum gehen, wo dann ja meine Stunde mit der Prüfungskommission nachbesprochen wurde. Und letztendlich hatte ich dann nicht damit gerechnet, dass noch mal eine Schippe draufgelegt wird. Was ich nämlich nicht wusste, ist, dass sie mir in den nächsten Minuten einen Täuschungsversuch vorwerfen würden. Das toppte dann noch mal alles. Also ich bin da halt rein und wollte anfangen zu reflektieren und dann sagte der Vorsitzende der Prüfungskommission, nee, entschuldigen Sie, bevor Sie jetzt anfangen mit der Reflexion, Täuschungsversuch. Ich weiß echt nicht mehr, wie er es formuliert hat. Ich weiß nur, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, weil ich nicht wusste, wo das auf einmal herkommt. Und letztendlich waren es zwei Faktoren. Einmal wurde gesagt, dass meine Schüler hatten so ein
Arbeitsheft mit in der Prüfung. Das stand auch eigentlich im Entwurf drin, wo sie auch sprachliche Mittel markiert hatten in den Stunden davor, weil wir halt damit gearbeitet haben. Und natürlich wurde in der Stunde, also in der Prüfungsstunde, nochmal vertiefend darauf eingegangen und die markierten sprachlichen Mittel kamen natürlich auch auf den Tisch in der Stunde. Und sie haben das so ausgelegt, dass ich es ihnen vorgesagt habe, was in der Prüfungsstunde drankommt und dass sie deswegen überhaupt was auf die Reihe bekommen haben. Punkt Nummer eins. Da war ich schon völlig fassungslos. Punkt Nummer zwei, dass ich halt, was ich euch schon gesagt hatte, vor der eigentlichen Prüfungsstunde alleine mit den Schülern im Raum war. Und ich habe das halt gar nicht so gesehen gehabt. Ich wollte halt einfach mit ihnen eine ruhige Minute haben, damit wir zusammen als eine Klasse, als ein Team zusammen das jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen. Und in dem Moment, ich war ja vorher schon sprachlos und völlig fertig mit der Welt, aber in dem Moment war ich alles andere als sprachlos und habe direkt meinen Unmut kundgetan und habe gesagt so, nee, das ist überhaupt nicht der Fall gewesen, aus den Gründen, ich war wirklich völlig sprachlos, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, nicht mal im Ansatz. Und letztendlich haben sie es aufgenommen. Nach dem Motto, ja, okay, dann werden wir das irgendwie berücksichtigen. Ich habe irgendwie reflektiert, ich weiß davon nichts mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was mir irgendwie gesagt wurde oder wie welche Kritik. Ich weiß nichts mehr ab da, als wäre es wirklich aus meinem Kopf gelöscht. Und letztendlich musste ich dann wieder rausgehen. Und draußen warteten dann die anderen Referendare. Also eine war noch mit dabei, genau, eine war es noch. Oder zwei? Zwei waren es, glaube ich, die dann noch da waren. Und die mich dann versucht haben, so ein bisschen aufzubauen, weil ich halt vor dem Raum dann halt stand, ne, und gewartet habe, was da jetzt wohl bei rauskommen wird. Die das ja auch mitbekommen haben, auch Kollegen, die sich richtig aufgeregt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass das so durchgezogen wird, so wie es halt durchgezogen wurde. Und letztendlich war es verabredet mit der Schulleitung, dass wir nach dieser zweiten Prüfung, dass die vorbereiteten Schnittchen, dass wir die bekommen, also dass ich auch nochmal Essen bekomme. Ich hatte mir zwar Essen mitgenommen, aber das war ja echt nett gedacht, ne? Und ich fand das auch eine gute Idee. Und dass auch die Prüfer nochmal irgendwie was haben, dass man sozusagen in der Schule dann nochmal gemeinsam sich stärkt, bevor die mündliche Prüfung am Nachmittag dann ansteht. Ja, und dann ging irgendwann die Tür des Besprechungsraums auf und ich dachte, jetzt wird mir meine Note bekannt gegeben. Nö. Schulleitung bat die Sekretärin, die dann da so nebendran war, doch mal die Schnittchen reinzubringen. Sekretärin geht rein, Tür geht zu. Und das waren echt super liebe Sekretärinnen, die aber auch in dem Moment einfach so noch funktioniert haben. Das war einfach ein krasser Tag. Und die meinte dann so zu mir, es tut mir leid, aber alle Schnittchen sollten reingebracht werden. Ich kann dir jetzt nur noch Kaffee und Kekse anbieten. Ja. Ja. Vielen Dank auch. Ja, das ist halt, wie gesagt, meine Sicht. Ne? Vielleicht war es auch ganz anders geplant oder gemeint, aber das kam bei mir an. Ja. Und dann ging irgendwann die Tür auf und ich musste rein und musste mir meine schreckliche Note abholen mit 4, irgendwas. Mit der Begründung, ja, wir haben sie nicht direkt durchfallen lassen. Wir haben das so ein bisschen mit berücksichtigt, dass natürlich heute ein besonderer Tag ist. Konnten das aber nicht so sehr berücksichtigen. Deswegen immerhin die 4, irgendwas und nicht 5. Danke. Für nichts. Danke für nichts. Die hatten da drin in der Zeit gegessen. Und die Anweisung der Schulleitung war dann noch, ja, nehmen Sie doch mal eben die Tabletts mit ins Lehrerzimmer. Das heißt, ich wurde völlig auseinandergenommen, war sowieso schon völlig fertig. Der ganze Tag war für den Arsch. Und dann sollte ich noch die Tabletts, wo noch die Reste drauf waren, die sie gegessen haben, während ich draußen stand und nicht mehr wusste, wohin, sollte ich mit ins Lehrerzimmer nehmen. Ich bin eine Nette, habe ich gemacht. Und sobald ich im Lehrerzimmer war, da war ja nicht mehr so viel da, das war dann schon so halb zwei, denke ich, war es, keine Ahnung, fing ich sofort an zu heulen. Also da war dann kein Halten mehr. Und ich bin wirklich, wirklich nicht jemand, der nah am Wasser gebaut ist und der schnell aus der Fassung gerät. Das war selbst für meine Nerven eindeutig zu viel.
Und die Kollegen waren auch echt richtig sauer, auch auf die Schulleitung, dass die da nicht gesagt hat, wir machen das nicht. Dass so mit mir umgegangen wurde. Ja, und so völlig fertig, völlig K.O. musste ich dann noch 45 Minuten fahren, um zur mündlichen Prüfung zu kommen. Denn die war nicht in der Schule, sondern am Seminarstandort, der 45 Minuten Fahrt entfernt lag. Zum Glück wurde ich gefahren, sagen wir es mal so. Und während der Fahrt war ich so fertig und meinte, ich kann das nicht, ich kann diese mündliche Prüfung nicht, ich schaffe das gar nicht mehr. Ich war halt einfach nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen eigentlich und musste dann noch eine mündliche Prüfung machen, die bei uns in Niedersachsen damals so aussah, dass wir in den beiden Fächern und in Pädagogik jeweils ein Thema vorbereitet hatten. So eine Art Thesenpapier mit Literaturangaben. Und zu jedem der Themen mussten wir 10 Minuten freisprechen. Das heißt 30 Minuten plus dann nochmal 30 Minuten Prüfungsgespräch. Also 60 Minuten mündliche Prüfung. Ihr wollt es nicht wissen, wie die Fahrt zum Seminarort war. Und ich bin so dankbar, dass ich da eine Referendarin hatte, die da mich abgepasst hat vom Gebäude und die mir nochmal Mut zugesprochen hat. In einer etwas anderen Art und Weise, das kann ich jetzt hier nicht sagen, aber die einfach, ja, die mir einfach nochmal den Blick auf eine andere Art und Weise geschärft hat und ja, mich so ein bisschen abgelenkt hat von der restlichen Situation. Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich habe die letzten Reserven, die irgendwo ganz tief verborgen gewesen sein mussten, dann noch irgendwie genutzt und habe dann letztendlich versucht, alles andere auszublenden, was erstaunlicherweise geklappt hat, weil ich dieses Ziel hatte. Ich glaube, es lag daran, dass ich irgendwann so sauer war, Weil mein Ziel einfach war, das so zu erreichen und das, worauf ich Jahre hingearbeitet habe, kann man mir doch jetzt nicht einfach an einem Tag so kaputt machen. Und das war, glaube ich, für mich so der Ansporn zu sagen, ich pack das jetzt. Irgendwie noch. Und tatsächlich, aufgrund meiner Motivation zu sagen, ihr könnt mich hier alle mal, ich kann das und ich werde es jetzt euch erst recht zeigen, dass ihr mich nicht klein bekommt. Das war halt so, das waren so meine Gedanken. Habe ich dann die mündliche Prüfung mit einer 1 gemacht, aber ich weiß davon kaum noch was. Ich weiß auch von danach kaum noch irgendwas und war direkt am nächsten Tag dann auch krank. Also danach hat mein Körper komplett gestreikt. Ja. Und so kam halt der Notensprung zustande von 2 vorbewertet auf 4, irgendwas in Deutsch. In Geschichte war alles gut, ne? Also das war gar nicht das Problem. Aber so war mein Notensprung und auch mein wirklich schlimmstes Erlebnis im Referendariat, was ich nicht hatte kommen sehen, im Entferntesten auch nur. Ja, es war jetzt mal wieder so ein Labervideo, aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwas dazu habt. Ich mag da auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass ich es mitgenommen habe, für mich, was möglich ist, wenn man möchte. Und aber auch, was ich niemals Referendarin, sollte ich jemals in irgendwie eine Ausbildungssituation kommen. Ich denke nicht, dass ich das machen möchte. Was ich niemals als pädagogische Leiterin machen wollen würde. Niemals. Das ist dann auch eigentlich nicht mehr menschlich für mich gewesen in dem Moment. Und harte Worte am Ende. Ich finde, dass solche Leute keine Lehrer ausbilden sollten, die
in solchen Situationen nicht adäquat reagieren können. So, harte Worte zum Schluss ist meine Meinung. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich lebe immer noch, das ist jetzt schon echt ein paar Jahre her und es nimmt einen aber doch immer noch mit. Ja. Tschüssi!